Hallo ihr Lieben, hier ist Shanti Manu aus der Shanti Manu Handspinnerei. Nachdem ich euch im letzten Video den langen Auszug mit der Handspindel nochmal ganz detailliert gezeigt habe, gehen wir heute quasi einen Schritt weiter und schauen uns Supported Spindeln oder auf Deutsch unterstützte Spindeln an. Unterstützte Spindeln unterscheiden sich von Fallspindeln, also normalen Handspindeln, die im Flug spinnen, insofern, als dass sie immer auf einer Unterlage laufen. Das heißt, entweder auf dem Boden, auf einem Stuhl, auf einem Tisch oder auf dafür vorgesehenen kleinen Schälchen, wie diesen hier. Man kann auch Eierbecher oder so kleine Soßenschälchen, Reisschälchen aus dem China-Geschäft oder so benutzen. Das Einzige, worauf man achten sollte, ist, dass die Schale an den Seiten nicht zu hoch ist, sodass man die Spindel darin gut kippen kann. Das hilft einem später beim Aufwickeln des Fadens auf der Spindel. Die dürfen durchaus schon mal ein bisschen schwerer sein, damit sie genug Schwung haben. So zwischen 30 und 40 Gramm ist vollkommen in Ordnung. Sind sie zu leicht, wie so 10 bis 20 Gramm Spindeln, die wir vielleicht eigentlich benutzen, um Lace-Garn zu spinnen, dann drehen sie sich einfach nicht unbedingt so gut, wie wenn sie der Wirtel vor allem ein bisschen mehr Gewicht hat. In den Online-Shops, das heißt bei Handdrechslern oder in anderen Online-Shops, die Handspindeln anbieten, findet man die nicht unbedingt immer direkt unter der Bezeichnung unterstützte Spindeln. Sondern das können zum Beispiel Taglis sein, das sind auch unterstützte Spindeln, russische Spindeln, Orenburg-Spindeln oder welche mit ähnlichen Bezeichnungen, Russinnen, wie sie auch gerne mal kurz genannt werden, sind meines Erachtens nach die häufigsten, die ihr finden könnt. Manche unterstützte Spindeln haben einen Metallfuß, wie das bei diesen hier, bei dieser hier der Fall ist. Manche bestehen aber auch komplett aus Holz, wie diese hier. Die wichtigste Eigenschaft ist, dass sie oben keinen Haken haben, sondern schlichtweg spitz zulaufen. Okay, wie spinnt man denn mit Supported Spindeln? Das Ding ist, der Vorteil ist, man braucht nicht stehen, was ja viele gerne tun, wenn sie mit Handspindeln arbeiten. Viele von uns neigen dazu, sich dann hinzustellen, einfach weil man den Faden länger spinnen kann, als wenn man den Sitzen von einem Stuhl runterspinnt. Im Gegensatz dazu kann man mit unterstützten Spindeln auch im Sitzen spinnen oder eigentlich nur im Sitzen, denn man braucht die Schale vor sich und die Spindel fällt nicht, sondern wird immer in der Schale gehalten. Das heißt, man kann sich damit in den Schneidersitz, auf den Stuhl, auf die Couch, ins Bett, auf den Boden setzen, wie man möchte. Natürlich kann man die unterstützte Spindel auch im Stehen an einem Tisch verwenden. Angenehmer ist es aber im Sitzen, definitiv. Man spinnt damit im langen Auszug. Deshalb die Herleitung aus dem letzten Video oder aus der Falte. Ich finde es super einfach, das Spinnen im langen Auszug aus der Falte zu üben. Deswegen werde ich euch das heute zeigen. Die Schritte sind im Prinzip die gleichen. Das heißt, wenn es euch interessiert, schaut euch auch nochmal das letzte Video zum Spinnen im langen Auszug an, in dem ich das nochmal genau erkläre. Im Prinzip kann man an einer unterstützten Spindel genauso einen Leitfaden befestigen wie an jeder anderen Spindel auch. Ursprünglich, traditionell wird das natürlich nicht so gemacht, aber ihr könnt das machen. Das Schälchen klemme ich mir in meinem Fall zwischen die Beine, während ich auf einem Stuhl sitze. Das finde ich persönlich am angenehmsten. Und die Spindel läuft dann frei in diesem Schälchen. Um das ein bisschen zu üben, bevor ihr wirklich anfangt, könnt ihr erstmal üben, die Spindel ein bisschen zu drehen, weil sich das doch etwas anders anfühlt, als das bei den Fallspindeln der Fall ist. Das heißt, ich greife meine Spindel, und dafür nehme ich jetzt gerade mal den Faden hier ein bisschen ab. Ich greife meine Spindel hier oben an der Spitze und drehe mit zwei Fingern, während ich dann mit meinem Mittelfinger und dem Daumen der Spindel einen Halt gebe. Das heißt, ich greife quasi so darum, nur damit sie nicht umfällt. Nochmal. Und normalerweise, ich habe jetzt die Hand ein bisschen runtergenommen, damit ihr das besser sehen könnt, normalerweise bleibt mein Ring, mein Spindelring hier, wirklich oben, damit ich die Spindel mit Daumen und Zeigefinger auch immer wieder anhalten kann.
Ne? Nochmal. Das ist also eine... Ihr könnt natürlich auch hier Mittelfinger und Daumen zum Anschubsen benutzen. Ich finde es mit Zeigefinger und Daumen leichter. Und dann lasst die Spinne wirklich mal so lange drehen, wie sie kann. Mein kleiner Finger und mein Ringfinger sind hierbei immer so ein bisschen aus dem Weg. Ne? Die klappe ich ein. Das ist erstmal das Prinzip, wie die Spindel an sich funktioniert. Und meine Hand, meine Spindelhand, bleibt tatsächlich auch immer hier an der Spindel. Das werdet ihr auch gleich sehen, wenn ich mit den Fasern arbeite. Das ist ihr Platz. Die hat hier drüben bei den Fasern absolut nichts zu suchen. Wir werden jetzt im langen Auszug aus der Falte spinnen. Aus der Falte bedeutet im Prinzip, dass ich mir einen Stapel Fasern von meinem Kammzug abtrenne und mir diese ein bisschen flach hinlege, um mir das Ganze, diesen ganzen Stapel dann über, ich habe hier das eine Ende, über den Zeigefinger zu klappen und das Ganze mit Mittelfinger und Daumen festzuhalten. Das heißt, die Fasern werden von dem Mittelfinger und dem Daumen gehalten und das hier ist der Bereich der Fasern, aus denen ich herausarbeite. Dafür kann man sich hier vorne so ein bisschen was abziehen. Und so sieht das Ganze dann aus. Das aus der Falte zu spinnen, bringt genauso ein bisschen mehr Luft und ein bisschen mehr Weichheit in gekämmte Fasern, im Gegensatz zu dem kurzen Auszug, den man direkt aus dem Kammzug spinnt. Ist aber nicht ganz, wiederum nicht ganz so luftig und nicht ganz so unregelmäßig wie aus kadierten Fasern gesponnene Wolle. Jetzt kann ich meinen Faden, wie gewohnt, um die Spindel herum nach oben führen, nur dass ich hier oben nichts zum Festmachen habe. Ich würde aufwickeln immer in die gleiche Richtung in die Spinne, deswegen drehe ich die Spindel jetzt nach rechts von mir aus gesehen, im Uhrzeigersinn. Das Wichtige ist, dass ich den Faden schräg zu der Spindel halte. Nicht im rechten Winkel und nicht senkrecht nach oben, sondern der Drall kann nur hineinwandern, wenn ich das Ganze schräg dazwischen halte, also ungefähr auf 45 Grad gesetzt dem Fall, nach oben hin wären es 90 und das wäre 0. Ja, wenn wir jetzt auch davon ausgehen würden, wir würden hier ein Geodreieck drauflegen. Dann tschuk. Warum ist das so? Wenn ich den Faden in einem rechten Winkel zur Spindel halte, dann wird er zwangsläufig auf die Spindel gewickelt. Das machen wir uns später zu nutzen. Halte ich den Faden senkrecht, wirklich senkrecht über der Spindel, passiert überhaupt nichts, sondern der Faden dreht sich nur mit der Spindel im Kreis herum. Und um wirklich den Drall hineinwandern zu lassen, muss er also in diesem Winkel stehen. Und dabei, das könnt ihr hier ganz gut sehen, flutscht er im Prinzip immer so ein bisschen über die Spitze und es wandert Drall. Und wenn wir jetzt ein bisschen schneller drehen und hier den Drall absperren, dann sammelt sich Drall in dem Faden. So, jetzt zur Praxis. Ihr habt also eure Spindel ausprobiert. Jetzt könnt ihr ein paar von den Fasern, die ihr hier in der Falte habt, an den Faden ansetzen. Und der Vorteil ist, wir brauchen hier nicht wirklich eine Drallsperre, weil der Finger, der darunter liegt, quasi eine Drallsperre ist und der Drall immer nur bis dahin wandern kann und nicht in die ganzen Fasern, die wir haben. Ihr seht gleich, wie das funktioniert. Ich drehe die Spindel an und sammle Drall und dann halte ich sie wieder an. Und dann kann ich hier hinten ein Stück weit ausziehen. Jetzt brauche ich noch mehr Drall. Wie man sieht, hier ist nicht wirklich viel drin. Ich habe jetzt erstmal einen dicken Faden. Hier habe ich jetzt nicht mehr so viel Platz, deshalb wickle ich das ein wenig auf meine Spindel und dafür nehme ich das Ganze wieder runter in den rechten Winkel und drehe meine Spindel in die Spinnrichtung und kann dann oben wieder neu ansetzen. Und jetzt ziehe ich noch ein paar Fasern aus und lasse wieder drei hineinwandern. Ich zeige euch das gleich auch mal von oben. Jetzt könnt ihr die Spindel beobachten. Ich halte die wieder an. Und dabei halte ich natürlich auch den Faden hier an der Spitze fest. Würde ich das nicht tun und nur die
Spitze festhalten, dann könnte es passieren, dass ich, wenn ich nach hinten ausziehe, den Faden einfach abwickle. Der soll natürlich hier oben bleiben. Zieht nicht zu weit aus, sondern nur so weit, wie es für euch bequem ist, damit ihr keine Rückenschmerzen bekommt. Und versucht darauf zu achten, dass eure Schultern möglichst weit, möglichst locker nach unten hängen. Ein kleiner Hinweis, euch fällt bestimmt auf, dass ich jetzt gerade den Faden hier oben an der Spindel sammle. Es ist immer einfacher, etappenweise hier oben etwas Faden zu sammeln, weil man den auch sehr einfach durch Drehen auf die Spindel wickeln kann. Wird das ein bisschen zu viel, so nach 2-3 Mal ausziehen, wickle ich mir dann den Faden einmal auf die Finger, bis ich oben alles weg habe. Und dann kann ich das Ganze unten auf mein Knäuel aufwickeln. Auch hier wickle ich gerne im Zickzack, damit alles gut und fest auf der Spindel sitzt und dann den Faden wieder nach oben führen. Jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal im Größer. Die Fasern lege ich mir wieder in meine Falte. Produziere mit der Spindel ein wenig Drall und ziehe etwas nach oben aus. Um wirklich gleichmäßig zu spinnen, ziehe ich auch hier immer entsprechend der Faserlänge, je nachdem ein paar Zentimeter aus. In dem Fall so 2-3 Zentimeter, das ist Poolworth. Würde ich weiter ausziehen, so zum Beispiel, wird mein Faden immer dünner. Auch weil hier nicht mehr genug Drall ist, um den zu ziehen. Ziehe ich hingegen kürzer aus und lasse dafür mehr Drall hineinwandern, wird mein Faden automatisch etwas dicker, weil der Drall weiter in die Fasern hineinwandert und dadurch mehr Fasern auszieht. Es dauert ein bisschen, bis es hier wirklich dicker wird. Und dabei ziehe ich hier nur ganz kleine Stückchen aus und dann wird der Faden hier oben langsam schon sichtbar dicker. Das Problem ist dann natürlich, je nachdem, dass ich hier unten viel mehr Drall habe als hier oben in meinen Fasern. Das heißt, um einen gleichmäßigen Faden zu spinnen, seid ihr mit der Fadendicke einmal wirklich zufrieden. Solltet ihr auch gleichmäßig spinnen, also immer die gleiche Menge Drall und die gleiche Entfernung ausziehen. Produzieren, ausziehen, produzieren, ausziehen, produzieren, ausziehen. Und dann das Ganze wieder auf die Spindel wickeln. Jetzt habe ich hier schon oben wieder ganz viel Faden gesammelt. Den bringe ich jetzt wieder unten auf die Spindel. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Unterstützte Spindeln wurden schon super, super häufig von euch angefragt. In der Ravelry-Gruppe wurde ich immer wieder mit dem Finger drauf gezeigt. Wann machst du ein Video über unterstützte Spindeln? Ta-ta-ta-ta, da ist es. Natürlich könnt ihr genauso gut aus einem Vlies, aus Rolex etc. im langen Auszug spinnen, so wie ich das in dem anderen Video gezeigt habe, das ich euch auch nochmal unten verlinke. Ich finde es super leicht, das aus der Falte zu lernen. So hat man auch wirklich viel Kontrolle erstmal über die Fasern. Das Wichtige ist nur, dass ihr dran denkt, die wirklich mit Daumen und Mittelfinger festzuhalten, damit ihr nicht auf einmal das ganze Faserpaket, das ihr auf dem Finger habt, auf der Spindel habt oder so. Und ansonsten, dass eure andere Hand wirklich an der Spindel bleibt. Die Spindel wird nie wirklich losgelassen. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, sei es zu unterstützten Spindeln oder zu irgendwelchen anderen spinnwolligen Themen, dann schreibt mir einen Kommentar unter dieses Video oder in meinem Blog unter www.shantimanu.de. Natürlich findet ihr mich wie immer auch überall im Internet unter Shantimanu bei Instagram, Pinterest, Facebook, Ravelry
Und ich würde mich freuen, euch irgendwo dort zu treffen. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei all euren Spinnereien. Eure Shanti. Bye! Der Handspinne nochmal ganz detailliert gezeigt haben, habe. Fallspindeln dürfen ruhig ein bisschen schwerer sein als normale Fallspindeln zu meinen. Zu 60 Gramm wiegen. Habe ich schon wieder Fallspindeln gesagt? Dung, dung, dung. So viel dazu.